Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Wer von euch ist alt genug, dass er sich an solche Tücher erinnern kann? Solche Tücher hingen früher an den Innenseiten von Küchentüren. Darunter waren Haken und daran wurden Küchenschürzen und Geschirrtücher aufgehängt. Dieses ist nun ein relativ hübsch besticktes. Diese Tücher werden heute nicht mehr aufgehängt und benutzt und deshalb möchte ich jetzt Omas Stickerei retten. Ich nähe heute eine sehr einfache Einkaufstasche. Das ist ein Projekt, das sich auch für Anfänger eignet. Und in Ergänzung zu diesem Tuch werde ich eine ganz einfache Mitteldecke noch verwenden und noch eine zweite in Beige. Die hat kleine Flecken und ist deshalb als Tischdecke nicht mehr zu gebrauchen. Bevor ich beginne, habe ich alle drei Teile bei 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen. Und zwar, damit sie mir nach dem Nähen nicht mehr eingehen und ich habe sie gebügelt. Und nun zeige ich euch, wie ich das mache. Ich habe nun begonnen, meine Stickerei zuzuschneiden. Die Größe meiner Tasche ist ja beliebig, wird in meinem Fall von der Stickerei vorgegeben. In meinem Fall sind es hier 33 cm breit und 40 cm hoch. Ich empfehle ein Seitenverhältnis von 3 Teilen in der Breite und 4 Teilen in der Höhe. Dann sieht das sehr ausgewogen aus. Da meine Stickerei am Taschenbeutel nun ganz nach unten rutscht, habe ich eine zweite kleinere Stickerei ausgeschnitten und werde hier eine Tasche aufsetzen. Aus der braunen Tischdecke habe ich in der gleichen Größe ein Stück Stoff zugeschnitten. Bei dieser Tischdecke ist es so, dass die rechte und die linke Seite gleich aussehen. Da gibt es keinen Unterschied. Deshalb habe ich die Kante, diese hübsche gestickte Bogenkante, einfach umgeschlagen, sodass die rechte Seite der Kante jetzt hier außen ist. Und das werde ich nun verwenden wie eine Lage Stoff. Dann habe ich das Futter zugeschnitten aus der zweiten Tischdecke, darauf geachtet, dass in diesem Bereich keine Flecken sind. Das brauche ich nicht in zwei Teile schneiden, das habe ich aus einem Teil geschnitten, auch 40 cm hoch und in meinem Fall 64,5 cm in der Breite. Da werde ich ebenfalls eine Tasche aufsetzen. Die ist jetzt abhanden gekommen. So, das hier ist meine Tasche, genau. Die habe ich zugeschnitten aus dem Rand, wo ich auch diese Spitze einfach dran gelassen habe. Und ich habe mir aus dem dunkelbraunen zugeschnitten Streifen, 70 cm lang und 10 cm breit, 2 Stück, das geben die Träger der Tasche. Das erste, was ich nun mache, sind die Taschen aufsetzen. Ich habe an meinem Taschenteil oben einen Saum genäht und habe das hier nach Augenmaß etwa einen halben Zentimeter ringsherum umgebügelt. Nun lege ich es genau auf meinen Taschenbeutel. In meinem Fall habe ich es leicht, mein Muster hat hier Linien. Ich kann also die Linie auf die Linie legen und muss gar nichts messen. Das stecke ich mir gut fest und nun nähe ich das hier außen einmal knappkantig hier herum. Einen Bogen und dann wieder füßchenbreit zurück. Und dann ist die Nahtzugabe dieser umgeschlagenen Kante zwischen beiden Nähten und da kann nichts mehr ausfransen. Mit dem Futter mache ich das genauso mit der Futtertasche. Ich habe das jetzt aufgesteppt in einer langen Naht und die Nahtzugabe ist jetzt zwischen diesen beiden Nähten. Mit der Futtertasche mache ich das jetzt genauso. Meine Futtertasche habe ich nun ebenfalls aufgesteppt. Nun schließe ich die Längsnaht mit einem Geradstich und bügle die Naht aus. Von meinem Außenbeutel schließe ich das Vorderteil und das Rückenteil, lege ich rechts auf rechts aufeinander. Und steppe in einer Naht die Seitennaht, die Bodennaht und wieder die Seitennaht und bügle ebenfalls die Nähte aus. Die Naht habe ich genäht und gebügelt.
Nun lege ich die Naht auf die Mitte meines Stoffes, die habe ich mir mit einer Stecknadel markiert, und schließe die untere Bodennaht und lasse dabei aber eine Wendeöffnung etwa 10 cm. Ich habe die Bodennaht geschlossen, hier ist die Wendeöffnung und die Kante, also die Nahtzugabe der Wendeöffnung, habe ich mir umgebügelt, dann habe ich es nachher beim Zunähen leichter. Ich werde das heute von Hand zunähen, dann ist meine Tasche nämlich wendbar. Die Tasche habe ich genäht, dann habe ich die Nähte ausgebügelt, die Nähte aufeinander gelegt und mit einer Stecknadel hier die vordere und die hintere Mitte markiert. Nun mache ich die Träger. Dazu lege ich einen Streifen der Länge nach rechts auf rechts aufeinander, steppe die Längsnaht mit einem Geradstich und wende dann mit Hilfe einer Sicherheitsnadel den Streifen. Ganz wichtig, die Naht muss gut ausgebügelt werden. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Ich habe die Naht gesteppt und nun bügle ich sie aus. Ich kann das auch mit den Fingern ein bisschen ausstreichen. Ich möchte nun diese Naht gut ausbügeln, möchte aber hier an den Kanten keinen Knick einbügeln. Deshalb lege ich mir das so auf mein Ärmelbrett oder Bügelbrett, und zwar so, dass eine Kante hier über die Kante des Bügelbrettes hinaussteht. Also das schwebt hier. Und wenn ich jetzt mein Bügeleisen aufsetze und nicht über die obere Kante fahre, dann bügle ich keinen Knick hinein. Wie gesagt, diese Kante hier unten, die schwebt und wird deshalb nicht gebügelt. Also da ist kein Knick, oben nicht und unten nicht. Das bügle ich nun für beide Streifen sehr gut aus. Das muss man wirklich gründlich machen. Dann legt sich die Naht auch nachher, also die Nahtzugabe, auch nachher schön glatt hin. Den Träger habe ich jetzt mit Hilfe einer Sicherheitsnadel gewendet. Die Sicherheitsnadel stecke ich im Bereich der Nahtzugabe ein, damit ich meinen Stoff nicht beschädige. Und damit mir das Ganze nicht da hinten in die Wicklung hineinrutscht, habe ich hier ein fremdes Stoffstückchen auf meiner Sicherheitsnadel. Wenn ich nun diesen Streifen rechts und links anfasse und gut dehne, dann legt sich, wenn man gut gebügelt hat, die Nahtzugabe innen automatisch flach. Dann lege ich die Naht in die Mitte des Streifens, das mache ich nach Augenmaß, und bügle nun den ganzen Streifen, dass ich rechts und links eine schöne harte Kante bekomme. Meine Bändel sind nun fertig. Hier ist meine markierte vordere Mitte. Und ich lege nun die rechte Seite meines Trägers auf die rechte Seite meines Außenstoffes. Ich gehe mal 10 cm von der Mitte. 7 cm von der Mitte. Also von der Mitte bis zum Rand des Trägers mache ich in meinem Fall jetzt mal 7 cm. Das ist natürlich nicht zwingend. Und stecke mir das hier auf. Dann lege ich das andere Ende des Trägers ebenfalls in 7 cm Abstand drauf und stecke es fest. Ganz wichtig, darauf achten, dass sich der Träger nicht verdreht. So, dann mache ich mir eine zweite Nadel hier unterhalb, dass der Träger wirklich senkrecht zu meiner Kante liegen bleibt und nachher auch beim Nähen nicht verrutscht. Und dann stecke ich den Träger hier hinein und mache auf der Rückseite mit dem zweiten Träger
das Gleiche. Nun bringe ich Futter und Tasche zusammen. Dazu habe ich meine Tasche mit der linken Seite außen und mein Futter mit der rechten Seite außen. Und nun stecke ich das Futter in die Tasche. Das ist meine markierte hintere Mitte und das ist meine Naht, das ist die Mitte des Futters. Das stecke ich aufeinander. Und die vordere Mitte des Futters auf die vordere Mitte meines Taschenvorderteiles. Und dann stecke ich den Rand ringsherum fest und nähe es mit einem Geradstich einmal hier oben herum. Und zwar immer von innen. Das heißt, ich nähe hier und das, was ich nicht brauche, ist hier oben. Ich habe diese obere Naht gesteppt und nun kann ich den Taschenbeutel hier herausziehen und diese Naht mit der Hand ausstreichen. Bügeln ist hier ein bisschen schwierig, aber meistens reicht mit dem Daumennagel ausstreichen auch schon. Das mache ich nun ringsum. Und dann wende ich die Tasche durch meine Wendeöffnung. Diese Wendeöffnung hier schließe ich jetzt von Hand mit Matratzenstich, unsichtbar. Der Matratzenstich sticht einmal auf der unteren Kante ein, etwa 5 mm weit, und dann wieder auf der oberen Kante und wieder an der unteren Kante. Und wieder an der oberen Kante. Das mache ich so lang, bis meine gesamte Wendeöffnung geschlossen ist. So sieht es jetzt aus. Und nun stecke ich mein Futter in die Tasche hinein. Die Sicherheitssstecknadeln von den Trägern, die mache ich jetzt ab. Und lege diese obere Kante schön aufeinander und stecke sie fest. Das mache ich ringsum. So sieht das jetzt aus. Und nun steppe ich von der rechten Seite diese Kante hier nochmal knappkantig oder füßchenbreit ab. Und weil ich immer von innen nähe, drehe ich meine Tasche dazu auf links. Jetzt kann ich hier nähen und das, was ich nicht mit feststeppen möchte, ist hier oben unter Kontrolle. Meine letzte Naht ist gesteppt. Nun kann ich die Tasche wenden. Die Ecken hier noch schön herausholen. Das geht ganz gut mit einer Stecknadel. Alle Hilfssstecknadeln entfernen, alle Fäden und Fusseln entfernen
Und die Tasche ist fertig. Genäht habe ich heute übrigens ausschließlich mit einem Geradstich, Stichlänge 2,5 mm, einer Universalnadel Stärke 80 und einem Universalgarn in einer passenden Farbe. Das ist also die Vorderseite mit der kleinen aufgenähten Tasche und das Futter ebenfalls mit der aufgesetzten Tasche. Das ist die Rückseite mit der Zierblende. Und das Tolle an dieser Tasche, deshalb habe ich die Wendeöffnung von Hand genäht, die ist wendbar. Ich kann sie also genauso gut so rum benutzen. Da ist sie dann einfarbig beige. Hier seht ihr die fertige Tasche mit der Stickerei. Hier oben die kleine Aufsatztasche. Und die Rückseite, ich kann sie auch so rumtragen, dann habe ich hier die Zierblende. Und innen im Futter ebenfalls eine Aufsatztasche mit Spitze. Die ganze Tasche hat eine Größe, da passt jetzt ganz bequem ein DIN A4 Block hinein. Und ich habe Omas Stickerei bewahrt und kann sie mir noch eine Weile anschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen möchtet, lasst ihr gern ein Abo da. Das nächste Video wird dann eine Tasche sein, ganz ähnlich wie diese hier, nur mit Reißverschluss oben. Und ich verspreche euch, es ist auch wieder ein Anfängerprojekt, es wird nicht schwerer sein als dieses hier. Nun verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Eure Angelika. Tschüss!